Senpai! Das war jetzt nur aus Mitleid. Der hat mich jetzt nur beachtet, weil er sich gedacht hat, meine Fresse, halt die Klappe, Chicken. Ja komm, hier, hasse deinen Kampf, aber hör auf, mich anzusenpaien. Ich rieche doch, dass das aus Mitleid war. Du kannst mir nichts vormachen. Ich hab's doch gesehen. Du hast mir gerade mit deiner Sparkly auf. Beim Sparkwave. Niemand möchte den Spark zwischen dich fühlen. Zwischen dir. Keine Ahnung. Na, erstmal Oberlimit. Hast ja Oberlimit super genutzt, ne? Wahrscheinlich würde ich. Ja, wenn Rain beschäftigt ist, beziehungsweise dann unter Beschuss steht. Ich spiele wirklich mit dem Gedanken, Zelos dann reinzuholen. Er kann ja wenigstens nicht unterbrochen werden, falls ich Heilung brauche und Rain gerade anderweitig beschäftigt ist. Muss ich dir nur nachher deine Schuhe wegnehmen? Den Ring. Nicht die Schuhe. Ich trage ja die Schuhe. Ah, dann kriegt Zelos neue Schuhe. I was just warming up. KP wiederhergestellt. Sehr schön. Der will es aber wissen. I don't care for pointless battles. Der will es aber wissen. Heavy Tiger Blade! Photon! Punishment! Dawn Friction! Alright! Ah, ist der Gegner? Nein, hier sind noch Gegner. Ja, ich habe wieder die Orientierung verloren, deswegen habe ich das gerade gefragt. War ich irgendwo noch nicht? Warum war ich noch nicht? Treffsicherheit erhöht. This is gonna be a piece of cake. Oh, das Schwertchen wieder. Devastation. Passiert jetzt auch gleich wieder Overlimit. I don't care for point. Eine kleine Passier. Das Kolosseum gerockt hat. I was just warming up. Eine richtige Blume des Todes, wortwörtlich. This is gonna be a piece of cake. No way. Tempest. Kannst du deine Küsse beide behalten? Ich zeig dir gleich Incarnation of Darkness. Nee, zeig ich nicht. China ist die Einzige, die in Dunkelheit hat. Und mit ihrem komischen Dunkelheitsseal, womit sie Waffen mit Dunkelheitselement versehen kann und einmal Shadow beschwören. Mehr Dunkelheit haben wir hier nicht. Irgendwo sind noch Gegner. Links unten, waren wir da schon?
gerade wirklich ein bisschen die Orientierung verloren. Beziehungsweise ich habe nicht aufgepasst. Ah, hier sind noch welche. Generell unten war ich noch nicht. 50% Output. It should be sufficient. Tempest! Hat sie sich eiskalt gezuckt? So that's the weakness. Destruction. Schlaue Schlangenlady. Ready for Ray. Devastation. Deadly destruction. Weg mit ihr, Schlangenlady. Ready, Ray. Ach, machst jetzt kommen wieder deine komische Blutlanze. Nee, mach was anderes. Wir werden niemals erfahren, was er macht, denn er ist tot. Never, ever, ever. Wo ist die nächsten? Stellt euch alle an, zieht ein Ticket und ihr kommt nach und nach der Reihe werde ich euch dann aufrufen. Erstmal verlange ich 10 Euro Praxisgebühren. Like that? Tempest Claws! Devastation! Dual Punishment! Ready? Was? Schicken ist jetzt eine Ärztin? Ich heile die Gegner auf jeden Fall. Vom Leben. Ready? Ich meine, wenn man tot ist, kann man auch keine Krankheiten mehr bekommen. No! Heavy Tiger Blade! Das ist das Erfolgskonzept des Jahres. Nein, eigentlich nicht. No way! Help is on the way! Da werde ich erst direkt mal verprügelt, nur weil er untot ist. It looks like it is over. Nur weil er untot ist. Nur deswegen. Not much of a spec. Oh, du hier mit deiner Punchline. Tempest. Was? Ich hab nicht den Punchline. Thank you. That was pathetic. Ja, von mir. Immer noch nicht. Zwei Gegner. Mindestens hier noch und wahrscheinlich auf der anderen Seite. Eventuell? Fragezeichen? Right. Photon. No way. Heavy Tiger Claw. I was just warming up. Und dann scheiterst du, Leute! This is gonna be a piece. Hab ich eigentlich China gesagt, dass sie zubereiten soll? Ach, ist doch egal. Ist doch egal, was zubereitet. Auch wenn China wirklich mehr hat. Ready? Gut, dass ich jetzt nicht gekocht habe. Jetzt kenne ich was Gutes kochen. Wenn wir unten ankommen. Und Zellos ins Team holen. Ja, 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 ja. Weil du kannst mich ja noch hier voll heilen. Ausrüstung, Spiegelring. Zelloth. Geh und Kampfgeschwindigkeit. An Werten verändert es nichts. Spiegelring. Feuer und Blitz müsste ich, glaube ich, ausmachen. Ja. Was soll ich dir... Soll ich einen Zauber erlauben? Gucken wir uns die ganze Sache erstmal an.
Und das Essen nicht vergessen. Himmlisches Gericht. Zeitweise Statikwerte aller Charaktere. Er kann ihn am besten kochen. Genus hat am meisten. Genus, schlag jetzt nicht fehl. Ich hab Angst. Sieht nicht so aus, als wären wir das? Was seid ihr nicht? Seid's drum. Aber ich bin Mythos Yggdrasil. Mythos, ich bin's Genus. Erkennst du mich nicht mehr? Tut mir leid. Mein erstes Ich mag dein Freund sein, aber ich bin lediglich eine alte Erinnerung. Dann bist du also eine Illusion. Ihr habt das Seelenfeuer. Das heißt, der Seelenstein ist bereit. Was soll das heißen? Wir haben den gesegneten Stein. Der gesegnete Stein dient der Reinigung der Unterwelt. Wir mussten warten, bis er das Wasser in Ymir absorbiert hatte, damit er dazu fähig war. Dann ist das verbotene Buch also ein provisorisches Siegel, bis der gesegnete Stein stark genug ist? Ja, aber die Nutzung des Seelenfeuers erfordert große mentale Kraft. Darum haben unsere Erinnerungen hier auf jemanden gewartet, der die Dämonenfürsten verbrennen kann. Wir müssen den riesigen Kalanbaum wiedererwecken. Darum konnten wir unsere Körper nicht hier lassen. Wir sind eine Illusion unserer Erinnerungen. Zeigt uns eure Kräfte. Beweist, dass ihr stark genug seid, um das verbotene Buch mit dem Seelenfeuer zu verbrennen. Wählt drei aus, von denen ihr denkt, dass sie uns gewachsen sind. Drei gegen drei also. Ja, wenn sie uns nicht besiegen können, werden die drei das Zeitliche segnen und ich muss wieder von vorne anfangen. Legen wir los. Gruppe umsortieren, die oberen drei werden am Kampf teilnehmen. Leute, enttäuscht mich nicht. Schön, dass alle drei Level 111 sind. Daumen drücken. 1,5 Stunden hat es jetzt bis hierhin gedauert. Bloß die Zeit mit Rain, die ich vergeigt habe. Wahrscheinlich dann 2 Stunden? Essen habe ich drin. Nochmal die ganze Ausrüstung kontrollieren. Ja, das ist ein Schild. Wobei wäre der Ring von Genus besser? Ach, den kannst du ja gar nicht tragen. Du kannst entweder nur Schilde tragen oder diese Handschuhe. Ich könnte zur Not immer noch seine Intelligenz für die Zaubersprüche erhöhen. Zur Not. Oh. Na, Chicken, ich würde sagen, du trinkst noch einen Schluck und dann schließt du das Menü und der Kampf geht los. Ja, Essen habe ich ja vor dem Teleport genommen. Ja, beide Konzentration, das ist gut.